Tödlicher Unfall auf A5 Frankfurt in Richtung Karlsruhe. Tödliche Verletzungen erlitt ein 49 Jahre alter Mann bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 5 in Höhe Karlsdorf. Aus bisher ungeklärter Ursache raste der Fahrer eines Klein-Lkw auf dem mit einer Panne liegen gebliebenen Lkw auf. Heute Morgen hat hier auf der südwärts führenden A5 ein Lkw eine Panne gehabt, hat auf dem Seitenstreifen angehalten. Vermutlich war das Fahrzeug durch eine Warnlampe abgesichert, aber um kurz nach 7 ist aus bisher ungeklärter Ursache ein Pkw oder ein kleiner Lkw ist es unter dieses Fahrzeug gefahren und der Fahrer dieses kleinen Lkw ist dabei zu Tode gekommen. Wir haben bisher lediglich den Lkw-Fahrer als Zeugen. Deswegen meine Bitte, wenn jemand etwas beobachtet hat hier um kurz nach 7 südlich von Bruchsal, auch die Ersthelfer, die möglicherweise den Standort der Warnlampe verändert haben, diese sollen sich bitte beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe melden. Warum passieren immer wieder Unfälle, wenn Pannenfahrzeuge auf dem Seitenstreifen abgestellt sind? Ja, da gibt es mehrere Theorien, wie so etwas sein kann. Möglicherweise spielt dabei der Blickpunkt des auffahrenden Fahrers eine Rolle. Das heißt, wenn der sich also den Fokus genau auf dieses Hindernis setzt, dass dann auch die Motorik in die Richtung führt und so diese tragischen, schweren Unfälle passieren. Tragisch ist der Unfall auch insofern, dass der Fahrer des kleinen Lkw nicht angegurtet gewesen ist. Durch den Unfall bildete sich auf der A5 ein Rückstau von 15 Kilometer Länge.